Willkommen zurück zu Dynasty Warriors 8. Ja, wir haben letztes Mal ja Lubus Story abgeschlossen, die so ein bisschen extra ins Spiel reingeschoben wurde durch die Extreme Legends. Erinnert euch aber hauptsächlich an die Wei, Wu und Shu Stories, denn die haben wir zu einem gewissen Punkt gebracht und abgeschlossen. Und die Jin Story wird nun mehr oder weniger daran anknüpfen und uns den Rest der gesamten Geschichte erzählen. Eine Fraktion, von der wir bisher noch nichts gehört haben und die auch erstmal entstehen muss. Aber das halt zu einer späteren Zeit. Also zu der Zeit, wo Shu, Wei und Wu schon sehr durchentwickelt sind. Okay. Lass es loslegen. Die Zeit war von Chaos geprägt. Eine Ära gnadenloser Kriege. In diesem Zeitalter, das mit dem Niedergang des östlichen Han-Dynastie begann, bildeten sich aus einem zersplitterten Land drei Königreiche. Die drei Reiche Liu Bei von Shu, Sun Quan von Wu und Cao Cao von Wei. Zur jetzigen Zeit waren Cao Cao und Liu Bei bereits gestorben und ihr Nachfolger regierten Wei und Shu. Die drei Reiche kämpften um das Land, um ein neues Zeitalter einzuleiten. Der Kanzler von Shu, Zhu Guiliang, versuchte mehrmals in Wei einzufallen. Doch der brillante Wei-Stratege Sima Yi stand ihm in nichts nach. Er konnte die Shu-Streitkräfte immer wieder zurückschlagen. Die Shu-Streitkräfte waren der völligen Erschöpfung nahe und Zhu Guiliangs Leben war in Gefahr. Hastig stürzte er sich in seine letzte Schlacht. Er nahm eine markante Position auf der Wusang-Ebene ein und schien seine letzte Kraft in die Schlacht zu stecken. Die Wei-Streitkräfte wurden daraufhin von der brillanten Familie von Sima Yi, Sima Ji und Sima Zhao und Zhang Chongzhang befehligt. Sima Yi war fest entschlossen, ein neues Zeitalter einzuläuten. So, also, ihr habt es ja gerade gesehen, das setzt jetzt genau da an, wo wir bei Shu damals aufgehört haben, in der ersten Kampagne, die wir gespielt haben. Interessanterweise sitzt auch schon ein anderer Cao auf dem Thron, also nicht Cao Pi, sondern ein anderer Cao. Aber wichtig ist wirklich, das ist die Wusang-Ebene, die kennt ihr schon auf der Shu-Seite, die haben wir da schon mal gemacht. Wir setzen genau da jetzt an mit Sima Yis Truppe und wie sie damals damit zurechtgekommen sind. Ich würde sagen, als erstes spielen wir auch Sima Yi. Das macht am meisten Sinn. So, was haben wir denn da so Schönes? Waffen ausrüsten. Er hat nicht mit seiner eigenen Waffe in der Hand durch, das ist traurig. Okay, wir haben eine 3er und eine 2er schon, das ist gut. Dann nehme ich die 3 und die 2er mit. Außer sie sind beide Himmel, waren sie aber nicht, ne? Nee. Darauf habe ich eigentlich beim Verkaufen damals ja auch geachtet. Gut, also diese übermächtige Waffe sollte es uns ziemlich leicht machen. Das wird ein sehr dominantes Auftreten von Sima Yi. Da ist das Level 1 auch völlig egal. Aber so ist das halt. Okay. Schlacht starten. Witness the wisdom which will one day rule the land. So, Zhuge Liang, you have fallen. Father, why do you sound so sad? We have lost perhaps the only man who is truly worthy of being pitted against my intellect. The battlefield shall now be such a boring place. What's wrong with that? Boring is easy. Sounds good to me. Begin the pursuit. Zhao, keep your focus. I know, I know. Hands down. Right. My lord, you must be upset at the loss of your rival. I wouldn't want you to lose your focus either. Shall I go with you? Yes. Zhuge Liang,
I shall honor your memory, at least, by utterly destroying Shu. Zhuge Liang dead, we have nothing to fear now. The Shu forces are a disorganized mob. Crush them. Start by pushing back the battle lines. Once the enemy has retreated to their main camp, we shall defeat them. Zhuge Liang was a brilliant man. Yet, even he was powerless before the mandate given to me by the heavens. Curse you! You think you've defeated us? We will never give up! Their morale remains high, despite the loss of Zhuge Liang. Like that. The mind shall vanquish the sword. You performed great as always. There was no need for my strategy. We refuse to be defeated until we have realized the aspirations that have been entrusted to us. We're facing stubborn resistance. It seems the loss of Zhuge Liang hasn't affected their fighting spirits. How about this? I have no hope of defeating them alone. Still, that should have bought us some time. Bought you some time? So this resistance is nothing more than a mere bluff? Split into two groups in advance. Chunhua and I shall attack from the front. Zhao, sure. You attack from the west. Advancing further will only cause us to suffer more casualties. We must withdraw immediately. Them trying to lure us into a trap. We shall pursue the Shu forces. Be wary of enemy traps as you advance. I knew you were good, but not this good. You performed great as always. There was no need for my strategy. It is my duty to ensure that everyone gets away safely. I will not allow you to pass through here. This is their trap? They really are nothing without Zhuge Liang. Come on, what are you waiting for? Let's get this fight started! I'll let you go for now. Don't think you've won! The mind shall vanquish the sword. You never cease to amaze me, Father.
I refuse to allow you to take another step forward! Are you alone? Perfect. I was looking for someone to test my new moves on. Time is now. Just as we expected, they're coming after us. Now's our chance. Close the gates. Make sure you get to safety. Let us go and remove this eyesore that is the enemy base. I have an obligation to fulfill. I will not be defeated here. Let the fires rage. We shall reduce Wei to ashes. Couldn't drive them back. I just hope everyone is all right. It's not over till it's over. You performed great as always. There was no need for my strategy. It appears you share my bad luck, Father. However, I am thankful for your assistance. Father, you are normally so much more strict with me. And it's nice to see you have a gentler side as well. I will not be defeated. I must fulfill the wishes of my predecessors. I am at your service. Father, it is nice to see you doing so well. My lord's dying wish will never perish. The next generation of dragons will create a land of benevolence in his memory. Chasing your husband's dream, one that even he could not fulfill, reeks of pointless sentimentality. Mine shall vanquish the sword. It seems that we are lost without your guidance, Lord Zhuge Liang. Master Zhuge Liang's wish is very dear to me. I shall not let you through here, even if it costs me my life. The mind shall vanquish the sword. The land of benevolence that Master Zhuge Liang and Master Liu Bei wanted. I refuse to stop until it's a reality. I made a vow to the Chancellor that I would create a land of benevolence. I will not rest until it is so. It can't be easy. Trials are earnestly to fulfill the wishes of a dead man. That's some excellent fighting. Regardless of sight.
Chancellor, your grand ambition, I will make it a reality. Imbecile. He speaks of ambition, but in reality, is controlled by mere emotions. No matter. Now that you are gone, Zhuge Liang, I am free to advance as I please. Sure, Zhao, what is the problem with the land at war? Order is disturbed. Peace is shattered. Chaos fostered, and discord engendered. And it really is a pain in the neck. Don't you think? Imbeciles are allowed to run free. That is the root of the problem. Those with talent are the ones who move history. That's the way it should be. Yet, those with no talent continue to stake their claim. It is an insult to the natural order of the land. Do you see, my sons? We must therefore hone our talents and mold this land into its rightful form. Der unvergleichliche Stratege Zhuge Liang starb auf der Wuzhang-Ebene. Da sie keinen Anführer mehr hatten, zogen sich die Shu-Streitkräfte zurück und bauten ihr Land und Militär wieder auf. Nachdem er viele Schlachten gegen Zhuge Liang geschlagen hatte, war Sima Yi vom Tod seines Rivalen betrübt. Wie würde das Land auf den Tod dieses großen Talentes reagieren? Sima Yi dachte lange über den Pfad nach, den er für sich und das Land einschlagen sollte. 4 Jahre später erreichte Sima Yi beunruhigende Nachrichten. Gong Junyuan, der über die Region Liaodong herrschte, hatte von seinem Stützpunkt in Xianping aus rebelliert. Er rief sich zum König von Yan aus und erklärte seine Unabhängigkeit von Wei. Er war ein Dummkopf, Sima Yi war besorgt über diese Menschen und die natürliche Ordnung der Dinge nicht anerkannte. Er war entschlossen, das Land von solchen Dummköpfen zu säubern und wollte ein neues Zeitalter für die Intellektuellen einläuten. Gemeinsam mit Sima Ji, Sima Zhao und Wang Yuanji begab Sima Ji sich nach Xianping. Ja, das war die erste Schlacht. Der erste Blick auf die finale Fraktion, die sich jetzt momentan eigentlich noch ganz normal als Teil von dem Königreich Wei sieht, aber wir sehen natürlich, der Fokus liegt hier auf der Sima-Familie. Wir haben jetzt bereits 4 Leute kennengelernt, oder die 4 wichtigen der Sima-Familie. Einmal Sima Yi selber, die beiden Söhne und die Frau von Sima Yi hatten wir in der letzten Schlacht. Jetzt haben wir hier eine andere Dame, die nicht direkt zur Familie gehört, aber die auch eine wichtige Rolle spielen wird. Das aber erst beim nächsten Mal. Ihr wisst, eine Schlacht pro Folge. Also, danke fürs Zusehen. Bis denne.